Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben jetzt alle Zutaten. Dann gehen wir mal hier hin und tun den Horseradish hier rein. Bundle complete, sehr gut. Ah. Spring Seeds, 30 Stück. Wow. Wow. Okay. Was war da? Was, habt ihr das gerade gesehen? Was ist. Was? Was? Was habe ich. Okay. Was? Okay. Und jetzt kann ich hoch hier weitermachen. Ach du Schande. Das wird alles lustig. Exotic. Okay. Was gibt es hier? Potato. Ach so. Ich brauche Bohnen. Ich brauche definitiv noch Bohnen und ein paar Snipper habe ich angebaut. Okay, Bohnen muss ich mir auf jeden Fall noch holen. Oh, hallo. Oh, er ist weggerannt. Schade. Okay, Bohnen brauche ich. Ja. Lakefish, Nightfish, Riverfish, Crab, Oceanfish. Ah, hier. Aber man braucht nicht alles, ne? Das sind alles nur mögliche Sachen. Och, Basti. Mensch, du alte Attention-Whore. Muss natürlich im Let's Play. Ich habe mich eigentlich extra auf beschäftigt gestellt, aber anscheinend wird das dann trotzdem immer eingeblendet. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Das ist cool. Das ist wirklich cool. So viel zu, ja, wir gehen jetzt mal übelst krass in die Mine. Jetzt gehen wir noch nicht in die Mine. Es tut mir so unendlich leid. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bügel mir die Hände. Das war jetzt unerwartet. Gut. Ich brauche auf jeden Fall Bohnen. Hallo, ich hätte gerne ein paar Böhnchen mit Hühnchen. Hallo. It's a farmer. Hey, was geht ab, Bay? Abigail. Die Emo-Braut. Guck mich an. Ich habe voll die lilanen Haare, weil ich so individuell bin. Oh. So. Ja. Bini. Den Rest habe ich ja schon so angebaut, ne? Gut. Oh, da wird jetzt mal krass die Hoe durchgenommen. Die beackert. Was witzig ist, weil die Hoe das Feld beackert. Ich sollte aufhören. Hier gucken auch Kinder zu. Okay, lauf weiter. Ich baue einfach mal hier alles an. Ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das dann verkaufen werde, die Saat, also die Ernte, die ihr wisst schon. Oh, Dake! Dake ist genauso schlimm wie Basti. Guck mal, ich spiele auch Stardew Valley, weil das Spiel so toll ist. Ja, der Dake ist vom Pumpen zurück. Die Axt brauche ich jetzt wirklich nicht. Wo ist sie denn? Da, die olle Ho. Ich liebe das Wort Ho auszusprechen. Ich glaube, man merkt es. So, gut, fangen wir mal an hier. Lustiger Spaß ist lustig. Das wird brutal. Vor allem auch der Energieverbrauch, wenn ich alles gieße. Oh mein Gott, ich muss meine Gießkanne auf jeden Fall upgraden. Damit es alles schneller geht. Das wird das erste Upgrade sein, was ich. Ich habe Klee gefunden, wie geil. Wow, Kyoto, hör auf! Oh, du bist ja wieder echte. Wow, ich renne voll krass im Kreis. So, das reicht bestimmt noch nicht, ne? Ich habe ja vor allen Dingen auch hier die Dinger hier. Ach, da kann man nicht vorbeilaufen. Ach, das ist ja fies. Naja, egal. Ist ja nicht schlimm. Wow. Ich sollte ein Award dafür kriegen, wie schlecht ich das hier anbaue. So. Fangen wir einfach mal an. La 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 la. Ich baue einfach alles auf einmal an. Ich habe keine Ahnung. Ich werde den nächsten Tag bestimmt übelst erschöpft sein vom Gießen. Ich sehe es jetzt schon. Aber ich will das Geld. Es reicht genau für ein einziges nicht. Ernsthaft. Ach nee, hier oben so eine. Oder? Kann ich da was machen? Nee, geht bestimmt nicht. Nee, jetzt wäre zu geil. Na gut, dann machen wir hier eine kleine Ecke. So. Ja, ist gut, Kyo. Du hab's verstanden. Du bist der Geister. So, ja, wir müssen das jetzt gießen, ne? Machen wir das mal. Danach werden wir sowas von K.O. sein und umkippen. Ich sehe es jetzt schon. So. Dieses Geräusch. Ach, Kyoto, hör auf. Wie viel Energie kostet das denn? 16?
14, zweimal. Naja, wird schon einiges kosten, ne? Vor allen Dingen auch. Werde ich bestimmt auch pro einmal durchgießen, einmal auffüllen müssen, wenn ich jetzt so richtig sehe. Wie das klingt, pro einmal durchgießen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich werde nie im Einrutsch Eis gießen können. Ich werde immer einmal auffüllen müssen. So meine ich das. Ihr habt's verstanden? Gut. So. Ja, ist gut, Kyoto. Tada! Ist das nicht wunderschön? Ja, ist es. Gut. Dann würde ich jetzt nochmal runter an den Strand gehen und da eventuell ein paar Muscheln oder ähnliches sammeln. Ja, da brauchen wir dich jetzt mal auf keinen Fall und dich auch nicht. Aber dich. Nehmen wir die Angel mal mit. Liebsten mal das Kyoto mitnehmen. Aber ich glaube, Kyoto folgt mir nicht. Im echten Leben würde er mitkommen. Aber im Spiel nicht. That makes me cry. So. Na, na, na. Und jetzt ab runter mit mir. Woo! Wow. Lauf, Babe. Lauf. Ich will muscheln. Ich will muscheln. Ich weiß gerade gar nicht. Ich muss da runter. Ich bin gerade völlig falsch gelaufen. Bald habe ich genug Geld zusammen. Das ist sehr gut. Dann hole ich mir erstmal. Ich weiß gerade gar nicht, was wichtiger ist. Ich glaube, einen Hühnerstall hole ich mir. Hühnerstall oder Gießkanne? Was mache ich zuerst? Das ist immer so eine Sache. Hallo, schöne Frau, die eigentlich. Oh Mann, Lea. It's simpler to be friends with the trees. They don't have much to say. Ja, das könnte sein. Pass auf, dass sie bauchfrei ist. Bauchfrei ist jetzt nicht so meins. Oh, das ist Vincent. Hi, Vincent. Ja, guck nicht so. Ach, hier. Ups, ja, erstmal hier im Jas gießen. Oh, ist gut, Doktor. Ich hab's verstanden. Basti. Mensch. So. Jetzt nennt sie keine Clays mehr. That wants me make cry. Oh. Hey. Der Hut, der wieder wippt. Hey, Typ mit wippenden Hut. Ey, sind jetzt hier wirklich keine Muscheln? Das gibt's ja wohl nicht. Was ist denn das? Seht ihr das? Ist das denn jetzt Sandwürmer oder so? Ich hab keine Ahnung. Ich gieße es einfach. Hey, was ist das? Ich gieße es. So, dann angeln wir mal ein bisschen was. Ich hab keine Ahnung. Wir machen es. Oh, das wollte ich nicht. Hit! Oh, ich hab's verkackt, glaube ich. Ich muss das noch üben, okay? Gib mir die Zeit, die ich brauche. Na komm. Hit it, babe. Hit it. Go, go, go. Jetzt. Hä? Ich verstehe es nicht. Der muss doch dahinter sein. Hä? Na komm! Na komm! Nein! Na komm, bitte, bitte! Boah, ist das schwer! Perfekt. Boah, der grüne Balken muss nämlich hoch sein und ich muss auch klicken, versuchen, den anderen grünen Balken hinter den Fisch zu kriegen und... Es war eine Sardine! Ich habe mir jetzt für eine Sardine den Arsch so aufgerissen, muss ich mich verarschen! Oh Gott. Ja? Ja? Bitte? Hallo? Boah, Max! Oh. Hätte ich jetzt direkt drücken müssen. Das war nicht Max. Dame Max. Huch. Oh, ich sollte ein bisschen aufhören. Ich guck gerade. Du hast halt zu viel Exhaust. Ja, ist gut. Ist ja entspannend.
Hit! Oh, ich erwische nicht. Ich erwische nicht. Scheiße. Das war jetzt zu schwer. Ich muss das üben, beziehungsweise ich brauche eine bessere Angel. Ich glaube, beides. Beides wäre eine gute Idee. Okay. Vielleicht sollte ich auch erstmal bei den Fischen oben am Fluss üben. Da hatte ich den Eindruck, dass das etwas einfacher war. Oder ich war einfach nur zu dämlich. Jetzt bin ich gerade falsch gelaufen. Boah, wie viel Energie habe ich? 8. Ups. Was war das denn für ein Geräusch? Ich hoffe, es war ein Motorrad. Das klingt wie ein T-Rex. Ich glaube nicht, dass bei uns jetzt so schleiptisch ein T-Rex rennt. Wobei es zugegebenermaßen ziemlich cool wäre. Wir hätten bestimmt morgen schulfrei. Meine Logik. So. So krasse Fisch. Ich lasse ihn mal. Normaler Ocean-Fisch. Vielleicht kann ich den ja irgendwie spenden. An die kleinen Apfeltierchen. Das wäre mega nice. Würde ich sogar tun. So weit würde ich gehen. Wow, wow, wow. Ab ins Bett. Yes. Ah, Ratzepfü. Aus aus den Federn. Was? Wo ist Kyoto? Kyoto ist nicht mehr da. Ich glaube, heute ist das Dingsy-Fest. Dingsy-Fest? Ja, das Dingsy-Fest. Mit vielen Dingsy-Sachen wie Dingsy oder Dingsy-Dingsy. Ah, das Dingsy-Fest. Okay, lassen wir das. Gut, die kann ich auf jeden Fall auch schon mal, ich sag immer opfern, halt spenden, opfern, was auch immer. An die heiligen Apfeltierchen. Die wissen, wie es geht oder so. Ich habe keine Ahnung, was die Apfeltierchen wissen, aber sie wissen bestimmt einiges. Apfeltierchen. Ob die Apfelmus mögen? Bestimmt nicht, ne? Das ist ja sowas wie Hack, menschliches Hackfleisch für die. Stellt euch mal vor, wie pervers eigentlich ist, wenn man so Hähnchenfleisch irgendwie zum Beispiel als Omelett, ins Omelett Hähnchenfleisch tut. Da tut man die zerstückelten Eltern in die Embryos ihrer ungeborenen Kinder, was natürlich an die Eier sind. Das ist ziemlich eklig, der Gedanke. Okay, lassen wir das lieber. Wir denken gar nicht drüber nach, was Eier eigentlich sind. Und wenn man dann... Ich habe mir vor, so menschliche Embryos gekocht und dann... egal, lassen wir das mal lieber. Das ist eklig. Gut. Wie gesagt, gleich ist aber das Eierfest. Ich glaube jedenfalls, dass das heute war. Ja, hier ist übrigens... Ich glaube, das steht für Eierfest. Das hier, das Konfetti. Das heute eine Festivalität ist. Ich habe keine Ahnung. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Stimmt's, Kyoto? Genau. Kyoto hat den Dreh raus. Übrigens... Hier sehen wir, dass wir Kyoto haben, aber ich weiß nicht, ob wir irgendwie seine Zuneigung irgendwie sehen. Greenhorn, Level 3. Oh. Oh. Unsere Axt ist plus 2 effektiver. Mining, Pickaxe, Farming. Oh. Unsere Wassergießkanne ist auch effektiv, was auch immer das bedeutet. Sie gießt besser. Das Wasser ist jetzt viel wässriger. Oder vielleicht tut es einfach weniger Energie verbrauchen. Das klingt logischer. Okay, das klingt nämlich dann schon mal so danach, als ob das Upgrade keine Energieverbrauch, also nichts an dem Energieverbrauch macht, sondern das Level, was am Energieverbrauch macht. Was bedeutet, dass eine bessere Gießkanne mehr Wasser hält oder halt mehr gießt, was ich wichtiger finde. Ja, das... Oh, Leute, kommt mal bitte drauf klar, warte mal ganz kurz. Wo haben wir denn Steam? Ich hoffe, man sieht das jetzt gerade nicht, das Steam-Fenster. Das wäre mir nämlich sehr peinlich, wenn man das sehen würde. Ich glaube, man sieht's. Jetzt habe ich es vergrößert. Wo ist mein Freundschaftsfenster bei Steam? Es ist weg. So. Ich bin auf... stell mich mal auf offline. Damit mich hier keiner mehr belästigt. So. Gut. Ein bisschen kalt ist mir gerade. Und dann gehen wir mal zu diesem wunderbaren Festival. Aber erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, you made Let's Play Stardew Valley. Bye.